Okay, wir haben jetzt doch einiges an Zeug. Uns fehlen... Wow, wir sind im letzten Raum. Wir haben es fast geschafft. Game Overs? Fehlen uns noch 4 Stück. Okay. Wir haben noch 4 Tode, die uns fehlen. Dann schauen wir doch mal, wie ich speichere jetzt zur Sicherheit mal. Und zwar überspeichere ich den da. 96%. Ja. Fortsetzen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auf jeden Fall einen Keks. Ich kann es bewegen. Das ist ein Teil der Zeichnung. Ich verstehe. Es ist ein Keks. Leuchtet ein. Gut. Einen Keks haben wir schon mal. Da haben wir Schutt. Noch irgendwo auffällig ein Keks? Da an der Kerze. An der Kerze. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Keks an einer Kerze in einem vergrabenen Tempel finden würde. Das Leben ist voll Überraschungen. Auch ein bisschen blöd, der Junge, oder? Muss ich doch glatt mal ein Stückchen näher dran gehen. Was hat der Ding? Keks! Hey, da klebt ein Keks an dem, an Toms altem Skelett. Ja, er geht schwer ab. Ja, hab ihn. Mit einem kleinen Stück seines Fußes. Jetzt werde ich endlich wissen, wie Tom schmeckt. Okay, ich glaube, wir haben alle 3 Kekse. Penis. Also, ist das Ding eine Art antikes Mikrofon? Vielleicht soll ich damit etwas machen? Ich will, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Ich versuche es trotzdem. Ach du meine Güte, was hast du gegessen, faule Ei? Du solltest das doch wissen. Du hast gesehen, was ich gegessen habe. Wie auch immer, das hat nicht funktioniert. Das wäre eine Idee, aber ich werde das nicht machen. Sandra? Ja? Würdest du das etwas ausmachen, am Mikrofon zu lecken? Warum? Ich glaube, das ist die Lösung. Das ist lächerlich. Ich schwöre, sieh dir die kleinen gemalten Männer an. Und die Statue. Es ist offensichtlich, dass wir daran denken müssen. Ich kann das wirklich nicht daraus erkennen. Bitte, bitte, bitte. Schon gut. Du wirst sowieso darauf bestehen, bis ich es mache. Siehst du, ich mache es. Nur damit du glücklich bist. Super. Oh ja. Versuch es an der Spitze. Okay. Yeah. Ich habe Spinnenweben im Mund. Oh, wenn ich jedes Mal einen Dollar dafür bekäme, wenn ich das höre. Das reicht. Siehst du, ich habe es dir gesagt, das war sinnlos. Sagst du. Ja, wir haben daran geleckt, also zu beziehen. Ich könnte es selbst machen, aber es gibt einen effizienteren Weg. Caroline, könntest du in das Mikrofon schreien? Ah, warum nicht? Ich schreie extra ganz laut. Meine Ohren, sie bluten. Oh Gott, sie bluten. Was ist los? Ich glaube, du kannst jetzt aufhören. Was? Ich rede mit Caroline. Stopp! Okay. Aber es hat nicht funktioniert. Caroline, das war dumm. Natürlich war es das. Er hat mich gebeten, das zu tun. Okay, schreien, furzen hat nicht funktioniert. Singen wir doch mal. Singen, aber was soll ich singen? Wenn du fröhlich bist, dann klatschen die Hände. Klapp, 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 klapp. Wenn du fröhlich bist, dann klatschen die Hände. Klapp, 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 klapp. Das scheint nicht zu funktionieren. Es liegt daran, dass dein Gesang furchtbar ist.
Nein, das kann nicht sein. Okay, dann sprechen wir. Hm, was soll ich sagen? Arschloch. Insulting the statue. Oh. Hm? Oh nein, Björn, warum hast du das warum hast du es beleidigt? Oh, es tut mir leid, ich hab gescherzt. Der Tempel stürzt ein. Hier legt Björn Thorn, der seinen Tod und den seiner Freunde provozierte, indem er etwas in ein Mikrofon brabbelte. Falsches Wort. Okay. Wir haben den nächsten Tod. Fehlen jetzt noch drei? Ja, ich glaube, es fehlen noch drei jetzt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, drei Tote fehlen noch. Mal gucken. Was haben wir hier denn noch so alles? Wir haben hier ein Muster. Ich bin ziemlich sicher, dass ich dieses Symbol schon mal irgendwo gesehen habe. Aber wo? Ja, ich glaube, ich habe dieses Muster an der Wand im Hotelbadezimmer gesehen. Hm. Diese kleinen Männchen schon wieder. Sind sie wichtig? Hm. Ihre Arme und Beine. Sieht aus, als würden sie tanzen. Hm. Ich wünschte, sie wären animiert. Es ist ewig her, seit ich das letzte Mal ferngesehen habe. Ja, da steht vielleicht ein Wort. Was ist das? Ein großer Stuhl? Erinnerst du dich nicht an die Geschichte? Das ist der Thron von König Demetrius. Dann muss er wohl ein sehr kleiner König gewesen sein. Ein gewöhnlicher Stuhl. Langweilig. Hm, also, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, das ist Tom der Erste? Wow, er hat schon bessere Tage gesehen. Sag mal, Caroline, was? Hm? Ich bin hier. Warum redest du mit dem Skelett? Oh, tut mir leid. Ich dachte, das wärst du. Wunschgedanken. So, was hat er da für ein Ding? Hey, du hässliches Skelett. Gib das her. Drei. Eine Kugel mit einer 3 drauf. Eine Art Zauberkugel vielleicht? Ach du meine Güte. Was ist los? Verstehst du das nicht? Du hältst die Maschine in den Händen. Was für eine Maschine? Die aus den Legenden. Das Ding, das alles erschaffen kann, was wir wollen. Das kann nicht dein Ernst sein. Oder? Ich hatte etwas Größeres erwartet und etwas weniger Gewöhnliches. Gib her! Hey, sie gehört mir. Niemals! Du wirst sie Wünsche verschwenden. Hör auf, Kinder. Es sieht so aus, als könnten wir sie dreimal benutzen. Das heißt für jeden von uns ein Wunsch. Das ist eine wertvolle Gelegenheit, die wir nie wieder haben werden. Wir sollten uns Zeit nehmen, um gründlich nachzudenken. Ist mir egal. Ich will mein Geschenk jetzt sofort. Ich auch. Ach, ihr werdet es bereuen. Hey, sieh mal. Jetzt leuchtet sie blau. Ziemlich cool. Mal sehen, ob sie funktioniert. Ich hätte gerne... Ich bin mein Papa. Oh, Schatz. Warum hast du es mir nicht gesagt? Weil all deine Freunde stinken. Ich will den echten. Oh, es passiert etwas. Wo ist er? Es tut mir leid, Schatz. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Die Maschine kann dir nichts geben, was nicht existiert. Was? Wer ist mein Papa überhaupt? Du hast es mir nie gesagt. Er ist ein Reagenzglas. Das haben zumindest die Ärzte gesagt. Ha? Oh, kein Wunder, warum du so ein rundes Gesicht hast. Keine Sorge, ich kann dein Papa sein. Ja, niemals. Lieber wäre ich tot. Ich verspreche es dir, Schatz. Eines Tages werde ich jemanden Besseren für dich finden. Was? Das war ein ganz schöner Reinfall. Mal sehen, ob es dir besser läuft. Kann ich sie haben, Schatz? Klar, Mama. Ich dachte, du wartest lieber und denkst nach. Habe ich gerade gemacht. Und ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich will... Ich möchte ein Landhaus. Ein Haus auf dem Land. Haben deine Eltern nicht schon eins? Ja, aber ich will eines nur für mich. Kann ich auch darin wohnen, Mama? Schätze, nicht. Warum nicht?
würde es nicht reinpassen. Ich habe nicht um ein Modell gebeten. Aber du hast die Größe auch nicht festgelegt. Was für eine Enttäuschung. Ich habe mich schon Salat anpflanzen und mit den Hühnern spielen sehen. Hm. Du kannst trotzdem noch eins kaufen mit dem Geld aus dem Schatz. Du hast recht. Holen wir ihn uns. Nicht so schnell. Ich bin dran. Gib her. Sei vorsichtig damit. Das ist unsere letzte Chance. Ja, wünsch dir nichts Dummes wie ein paar Socken. Keine Sorge, ich will... Will ich einen Klon? Die Lösung oder Klon? Ich will einen Klon. Ich will einen Klon von mir. Niemals. Ich will selbst einen Klon von mir. Halt den Mund. Hör nicht auf sie. Ach, sie hatte schon einen Versuch. Ich will einen Klon von mir. Ich will einen Klon von mir. Ich will einen Klon von mir. Ich will... Hi, Mama. Ich bin ein Idiot. Ah, was zur Hölle? Was ist das für eine Abscheulichkeit? Darum habe ich nicht gebeten. Sie ist eine überhaupt nicht wie ich. Das würde ich nicht sagen. Wie eher, ich meine... Es hat deine blaue Schleife und deine Haare. Ich bin 8 Jahre alt und stinke. Oh, was ist das? Da ist etwas Kaugummi auf dem Boden. Ups, bloß ein Stein. Jetzt tun mir die Zähne weh. Oh, kein Zweifel, es ist eine Mischung aus euch beiden. Wo ist die Pistole? Niemals. Das kannst du nicht tun, das ist ein Mensch und... Das war dein Wunsch? Oh, es tut mir leid, Mama. Nur zu. Nein, es gab heute schon genug Mord. Wir behalten es, okay? Aber vielleicht kann es uns helfen. Kannst du uns helfen, dieses Rätsel zu lösen? Werde ich dafür bezahlt? Nein? Dann nicht. Ah. Seht, die Kugel zeigt jetzt an 0. Und das Licht ist aus. Es ist vorbei. Das haben wir wohl verbockt, was? Und wir müssen immer noch das Rätsel lösen. Ich widme mich wieder meinen Videospielen. Die sind nicht so blöd wie die Realität. Okay. Wofür beschwert sie sich? Sie hat ein Haus. Es ist viel besser als das, was ich bekommen habe. Zumindest kann sie es mitnehmen. Ist das sowas wie die riesige Version dieser Statuen? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, aber ich kenne immer noch nicht die Antwort auf meine Frage. Ist das ein Vogel oder eine Henne? Sie haben wortwörtlich die Tür gesprengt. Tom hat gesagt, der Tempel wäre von außen geschützt, aber nicht von innen. Leuchtet ein. Das bedeutet also, wir hätten die Türen einfach aufsprengen können, anstatt die Rätsel zu lösen. Warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Wenn nur Caroline neben dieser Tür gestanden hätte, als sie in die Luft geflogen wäre. Na, leider hat er kein Glück gehabt. So, wohin gehe ich jetzt? Björn? Hey, wohin gehst du? Ich sehe nur nach, ob da etwas Interessantes ist. Von da sind wir gekommen. Erinnerst du dich nicht? Oh, bist du sicher? Und Männer sagen, Frauen fehlt der Orientierungssinn. Ich kann also nicht da reingehen. Aber es ist offen. Ich hasse unsichtbare Wände. Okay. Der Schatz ist hier? Endlich. Bunker. Au! Was machst du? Ich versuche reinzugehen. Aber die Tür ist verschlossen. Der einzige Weg, sie zu öffnen, ist, dieses Rätsel zu lösen. Nun, du hast deine Methode, ich hab meine. Au! Jetzt tut mein Kopf weh. Warum konntest du sie nicht, keinen Griff einbringen? Es ist sinnlos. Jetzt noch ein schöner Stein. Okay, das heißt, wir haben hier das Muster mit C-K-T-E? Oder? Nee. D. D. Meter. I. Was? Demetrius? Sprechen? D. Metri. Was? Demetrius! We made it! Der Schatz! Zwick mich! Er ist unser... Echt jetzt?
Mama? Was werden wir mit all dem Geld kaufen? Hey. Hey, Mama? Uns fällt schon was ein. Aber ich glaube, ich hätte gerne... Mama, hörst du mir wohl zu? Ja, Schatz? Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Bombe! Ach du meine Güte. Fass sie nicht an, Schatz. Das war Tom. Er muss sie aktiviert haben, bevor er gestorben ist. Auf der Countdown stehen 10 Sekunden. Oh nein, was sollen wir jetzt tun? Ich glaube, wir... Oh nein, die Bombe... Hier liegt Björnton, der in weniger als ein paar Sekunden keine wichtige Entscheidung treffen konnte. Ich hatte keine Zeit, die Auswahlmöglichkeiten zu lesen. Wir können jetzt nicht gehen, wir müssen uns den Schatz holen. Aber wie? Das ist viel zu viel. Ich nehme nur ein bisschen mit. 500 Jahre Urlaub. Oh nein, es ist noch eine Sekunde. Hier liegt Björnton, der dachte, es wäre sicher, einen Schatz neben einer scharfen Bombe mitzunehmen. Aber ich will diesen Schatz haben. Bombe entschärfen. Ich werde die Bombe entschärfen. Lass ihn das nicht tun, Mama. Er wird in die Luft fliegen. Warum vertraust du mir nie? Mama, wir können hier nicht bleiben. Oh nein, schnell, Björn, tu es. Keine Sorge, ich schneide einfach das Kabel hier durch, wie in den Actionfilmen. Gerettet in letzter... Game over, Experte. Hier liegt Björnton, der so tat, als wäre ein Experte in Entschärfen von Bomben, bis sie explodiert ist. Falsches Kabel, wer hätte das gedacht? Ja, und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich gerade den letzten Tod aktiviert. Und jetzt rennen wir weg. Wir müssen wegrennen. Schnell, schnell, schnell. Aber der Schatz. Es ist zu spät. Rennt. Nimm meine Hand, Schatz. Mama, vergiss mich nicht. Wen kümmert's? Komm einfach mit mir, kleine Violine. Ich mag dich, auch wenn du ein Monster bist. Danke, Papa. Mann, du stinkst. Die Bombe ist explodiert. Sind wir jetzt in Sicherheit? Ich schätze schon. Nicht! Oh nein, der Tempel bebt. Ein Erdbeben? Wir müssen hier raus. Danke, gute Idee. Caroline, nimm meine... Caroline? Oh mein Gott, wo ist sie? Du musst sie auf dem Weg verloren haben. Caroline, wo bist du? Komm zurück. Oh nein, mein armes Baby. Kein Problem. Hm? Du und ich werden einfach noch ein Baby machen müssen. Ein viel besseres und nicht so fettes. Und nicht so ein nerviges. Jetzt ist nicht der Zeit. Nicht die Zeit für Scherze. Aber ich meine das ernst. Schon gut. Wir gehen zurück und suchen nach ihr. Mama. Oh Gott, Caroline, wo bist du gewesen? Naja, ich war nur... Wen kümmert's? Rennt! Ist der Ausgang noch weit? Nur noch ein Stückchen. Björn, was ist los? Ich habe mir meinen Knöchel gebrochen. Nein, dann kannst du nicht rennen. Ich weiß, zieh mich. Aber... Mama, wir müssen weiter. Es ist zu spät für ihn. Allein, wir können nicht... Schnell, Mama. Verlass mich nicht. Der Ausgang. Er öffnet sich. Was sollen wir tun? Raus hier.